Promi-Geflüster, wieder eine neue reguläre Ausgabe. Ihr wisst ja, in der Winterzeit machen wir auch den Sonntagstalk noch. Und heute haben wir die Folge 766 schon. Und da dazu darf ich wieder einen, ja doch auch schon hier oft bei mir zu Gast gewesenen Gast begrüßen. Er kommt aus Kärnten und nächstes Jahr, glaube ich, kommen ganz große Aufgaben auf ihn zu. Darüber sprechen wir gleich. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen nach Kärnten, Marco Wendre. Grüße dich. Servus, lieber Frank. Danke für die Einladung. Freue mich, wieder mal bei dir zu sein. Sehr gerne, sehr gerne. Und wie gesagt, jetzt so kurz vor den Weihnachtstagen und vom Jahreswechsel haben wir uns nochmal getroffen, hier über die Online-Plattform. Und gerade schon gesagt, nächstes Jahr gibt es ganz große neue Aufgaben. Wer es kennt, wenn die Musi spielt, das ist eigentlich so noch die, ja, glaube ich, sage doch einer der wenigen Sendungen mit volkstümlichem Charakter, mit Schlagerinterpreten, die es so im deutschen Musikfernsehen noch gibt, oder? Also im deutschsprachigen Musikfernsehen, so. Ja, das kann man durchaus sagen. Also eine der wenigen Plattformen, wie du es richtig sagst, wo eben volkstümliche Musik, Schlager, aber auch, sagen wir mal, der moderne Schlager und vielleicht auch ein bisschen sogar die Pop-Rock-Musik noch Platz hat. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Und ja, freuen uns darüber, dass es dieses Format in dieser Form seit mittlerweile 27 Jahren gibt. Und mir wurde eine große Ehre und Aufgabe zuteil, jetzt gemeinsam mit Stefanie Hertl eben ab Jänner 23 diese Musi ja in die Zukunft weiterzuführen. Freuen wir uns sehr. Großes Erbe. Wir gehen mit Demut an die Sache heran. Aber wir hoffen natürlich, dass uns das Publikum treu bleibt und ja, wir gemeinsam viele schöne Musi Open Airs dann noch aus Bad Frankenheim gemeinsam erleben werden. Also, du sagst es, Stefanie Hertl, die Co-Moderatorin, die dann für den MDR zuständig ist, und natürlich deine Wenigkeit. Ihr werdet, wie gesagt, ab, wann ist das Datum? 21. Januar, glaube ich, gell? Ja, 20. Jänner ist die Generalprobe, 21. Jänner dann die Live-Sendung im ORF-Fernsehen, im ORF2 und im MDR. Und kleine Korrektur, Stefanie ist keine Co-Moderatorin, sondern wir sind da beide sozusagen gleichberechtigt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn in Zeiten wie diesen, wo wir immer noch über Emanzipation, über Gleichberechtigung reden müssen, möchte ich da schon auch, vor allem auch bei uns dann in der Sendung mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, Stefanie und ich, wir sind auf einer Ebene und das soll auch natürlich so sein. Okay, sehr gut, sehr gut. Nee, aber ich glaube, so ging es ursprünglich mal an den Start, wo Arnulf Bratsch noch sozusagen der Moderator war. Ja. Dann war erstmal Stefanie nur mal so dabei und jetzt mittlerweile hat sie sich ganz gut etabliert und steht für den MDR natürlich voll und fest mit dabei. Ganz genau. Genau, seit mittlerweile 10 Jahren ist Stefanie schon bei der Musi dabei. Und wir hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre. Ja, ja, das wird sich bestimmt ergeben, denn die Gästeliste für die nächste Sendung, die ist, glaube ich, auch schon ganz gut beisammen. Ja. Auf dem Internet, auf der Internetseite von Wenn die Musik spielt, kann man schon was erfahren, aber wer jetzt vielleicht da gar nicht reinschauen will, wen habt ihr denn so dabei? Wir haben wieder große Namen mit dabei. Es sind die Seher mit dabei. Es sind die Nockis mit dabei. Es sind Nick B. mit seiner Band mit dabei. Es sind die Edelseher dabei, die jungen Zillertaler. Wir haben aber auch ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler mit dabei, weil die Musi auch dafür bekannt ist, dass sie auch eine Plattform ist für den Nachwuchs. Und schon sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler sind ja quasi aus dieser Musi dann groß geworden. Und das wollen wir natürlich auch in Zukunft so halten. Max Weidner zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein. Mischa Kova wird dabei sein. Also ja, das sind auch ein paar Namen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Aber wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass sie auch ganz große Namen in der Branche werden. Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch wichtig. Gerade, wie wir es auch schon eingangs gesagt haben, die Plattformen sind nicht mehr so breit gefächert, da wird es doch immer recht dünn und ja, und natürlich sind auch die Alteingesessenen werden sich auch langsam zur Ruhe setzen und da ist natürlich da für frischen Wind schon, muss wieder Platz werden, ne? Ganz genau. Ja, in jedem Fall, das ist natürlich, das ist wichtig, also für den Nachwuchs ist gesorgt und bei uns bekommen sie die Bühne. Genau. Wie geht's denn dann bei dir musikalisch weiter? Machst du nach wie vor dann auch noch die Musik oder
konzentrierst dich jetzt mehr aufs Moderieren. Gut, sind zwei Sendungen, die es dann daraus, glaube ich, gibt. Einmal als Winter, einmal als Sommer Open Air. Wie geht's Du, bei das dir eine weiter? schließt ja das, genau, das eine schließt ja das andere ja nicht aus. Ich habe ja vorher Musik gemacht, obwohl ich auch moderiert habe, andere Sendungen im ORF-Fernsehen und im Radio. Und insofern wird es natürlich auch bei mir mit der Band weitergehen, ist ganz klar. Muss aber jetzt niemand die große Sorge haben, dass jetzt der Marco mit seiner Band ständig dann bei Musi Open Air auftreten wird. Nein, das wird natürlich nicht der Fall sein. Aber wenn sich das ein oder andere Mal ergibt, dann werden wir gerne dabei sein. Beziehungsweise vielleicht haben wir mit der Stefanie auch einmal den passenden Song, den wir dann gemeinsam singen. Also es ist vieles offen, es ist vieles möglich. Und ich lasse mich einfach überraschen und das auf mich zukommen. Wer es weiß, der Arnulf, der war ja für die Volksmusik, glaube ich, ganz gut prädestiniert und hat auch beim Radio Kärnten, glaube ich, seine Musiksendung gehabt, wenn ich es richtig weiß. Gell? Ja. Jetzt bei dir, du bist ja sowohl Volksmusik als auch Schlager natürlich. Ich glaube, da ist die Bandbreite doch ganz gut abgedeckt. Ich hoffe ja, und das ist mir auch alles wichtig, denn ich war ja oder komme selber aus dem quasi volkstümlichen Bereich, aus Oberkrainer Musik, habe ich ja viele Jahre mit meiner damaligen Band auf Zeltfesten, auf Hochzeiten, auf Dämmershoppen überall gespielt. Und die hat bei mir einen großen Stellenwert natürlich, auch mein Akkordeon steht ja 3 Meter mir gegenüber, also das ist immer in der Nähe und das soll auch so bleiben. Ich mache selber Schlagermusik, deutschen Schlager, auch der hat natürlich einen großen Stellenwert. Aber ich bin auch offen für neue Musikrichtungen, weil ich sage, dieses Schubladendenken, das finde ich eigentlich so schade. Musik ist für alle da, Musik hat so viele Facetten, so viele Gesichter und kann so bereichernd und befruchtend sein. Und ich finde vielleicht, dass das ein oder andere Mal dann auch bei der Musi es so sein wird, dass Interpreten dabei sein könnten, die vielleicht weder Volksmusik noch Schlager machen, aber sich gerne mit genau diesen Interpreten gemeinsam auf die Bühne stellen und vielleicht dann was Tolles zaubern. Also ich, wie gesagt, ich bin da offen für alles und freue mich, wenn wir in Zukunft die Musi-Familie vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern können. Unbedingt, du hast gerade Oberkrainer erwähnt. Ich glaube, eine Oberkrainer-Truppe ist auch noch mit dabei, wenn ich es gerade hier so richtig sehe, ja. Nämlich Sascha Arsenik. Ja, natürlich. Also der Großvater, ja, der Begründer der Oberkrainer Musik. Ohne ihn hätten wir diese wunderbaren Melodien nicht, wie das Trompeten-Echo, Tante Mizzi und wie sie alle heißen. Und der Sascha führt ja sein Erbe sozusagen weiter. Und ich freue mich sehr, dass der Sascha mit dabei ist, mit eben seinen Oberkrainern und sozusagen auch einer ist, der ein großes Erbe weiterträgt. Also da haben wir eine kleine Gemeinsamkeit, wenn man so will, oder auch eine große Gemeinsamkeit. Und unsere Aufgabe ist es genau eben, dass er mit der Oberkrainer Musik, ich mit der Stefanie, mit der Muse eben für die Zukunft zu bewahren. Ja, also die Besucher und Gäste, die jetzt natürlich dann zum Winter Open Air kommen, die können da, glaube ich, ein ganzes Paket buchen, also eine ganze Woche dabei sein, Skifahren und so weiter, was also so das ganze Freizeitaktivitäten so bietet hier, gell? Genau, das ist aber all die Jahre vorher auch schon so gewesen. Also wer ein bisschen mehr Musi haben will, der kommt schon ein bisschen früher. Es gibt viele Musikgruppen, die auf den Hütten dann aufspielen werden. Stimmung, Spaß ist garantiert eben nicht nur beim Open Air, sondern auch schon die Tage davor. Man kann Skifahren gehen, man kann sich vielleicht einmal auch ein bisschen relaxen in einer der Thermen in Bad Tannkirchheim, in den vielen Hotels, wo es auch Wellnessbereiche gibt. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und auf der einen oder anderen Hütte wird man dann den einen oder anderen Star dann auch begegnen. Also auch das ist bei der Musi ja möglich und das macht die Musi auch so ganz besonders, dass die Stars nicht irgendwie so in einem geschützten Bereich sind, wo man nicht dazukommt, sondern die mischen sich wirklich unter die Fans. Und das finde ich so großartig. Das unterstreicht eben auch diesen Family, diesen Familien, Musi-Familien-Gedanken und den wollen wir natürlich auch weiter hochhalten. Sehr schön, das sieht sehr, klingt sehr gut. Wie ist denn momentan die Schneelage bei euch in Kärnten? Liegt was? Also wenn ich ist schon was gefallen? Ja, es ist schon was gefallen. Es könnte natürlich mehr sein, aber wir sind da guter Dinge, dass da auch noch mehr daherkommt. Also zumindest die Meteorologen sagen es uns voraus, dass die nächsten Tage noch bis vor Weihnachten schon noch so eine Ladung Schnee daherkommt. Im Moment ist es so, dass es zwar weiß angezuckert ist, also wenn ich jetzt da bei mir beim Fenster rausschaue, dann sehe ich zumindest oben auf den Bergen ist es weiß, hier herunten noch nicht wirklich.
Aber es riecht nach Schnee, also ich denke mal, es wird alles gut. Also die Hoffnung auf weiße Weihnachten ist gegeben, kann man sagen, ne? Die Ganz geben wir genau. ohnehin nie auf, ist klar. So ist es. Ja, klar wäre es natürlich schön, wenn es ein bisschen da von der weißen Pracht was vorhanden wäre bis dahin. Genau, dann auch die Mountain Crew, das ist auch so eine neue Truppe, die sich, glaube ich, in Österreich sehr stark gemacht hat mittlerweile, gell? Ja, genau. Fesche Burschen. Vor allem die Mädels sind da hin und weg, wenn die Burschen auf der Bühne stehen und sorgen auch immer wieder für gute Stimmung. Und wir freuen uns, dass sie natürlich mit dabei sind. Sie waren letztes Jahr, oder heuer muss ich sagen, in dem Fall, auch im Winter beim Open Air mit dabei. Da war ich damals auch noch mit meiner Band dabei. Wir haben uns quasi eine Garderobe geteilt und das absolut sympathische Jungs. Ja, freue mich, die werden da uns auch wieder einheizen, weil wir wissen ja in Bad Kleinkirchen, wir sind ja da in den Nockbergen. Und da kannst du durchaus ein bisschen frisch sein. Also für all jene, die so hoffe ich vorbeikommen und uns zuschauen werden vor Ort, warm anziehen und den Rest erledigen dann die Stars auf der Bühne. Die werden uns da ordentlich einheizen. Genau, weil die Mountain Crew, wenn man so die Bilder sieht, die treten ja eher vielleicht auch mal ein bisschen freizügiger auf, gell? Ja, wobei das machen sie natürlich aus gesundheitlichen Gründen eher im Sommer, verständlich und nachvollziehbar. Also im Winter bevorzugen sie es dann auch zumindest ein warmes Jackerl sich Genau. überzulegen. Und das ja, ist schon gescheit. Jetzt sind es junge Burschen, das tut ihnen ja nichts, aber wir müssen ja auch ans Alter denken. Ne? So ist es, genau. Wie oft warst denn du eigentlich jetzt schon bei der Wendy Musi spielt dabei als Marco Wendt mit der Band? Puh, ich habe nicht mitgezählt, aber. Ja, es waren schon einige Male, also im Sommer sowohl wie im Winter. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man da mit dabei ist, wenn man dann die Fans von der Bühne aus sieht und man blickt da in, ich sag's jetzt einmal, wie es ist, altbekannte Gesichter. Und zwar alt nicht in Bezug auf das Alter, sondern weil es einfach so treue Fans sind, die Jahr für Jahr in die Nockberge kommen und diese Atmosphäre dann auch live miterleben wollen. Und das ist also ein gutes Gefühl, wenn man da Menschen sieht, die einem vertraut sind, die man kennt, die da sind, die einen durch die Sendung tragen, durch diesen Auftritt. Und darauf freue ich mich jetzt ganz besonders, denn ich kenne ja die Musi mittlerweile aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, als ganz normaler Zuschauer zu Hause auf der Couch. So wie du es gesagt hast, ich war ja mit der Band auch schon öfter mit dabei. Ich durfte für diese Show aber auch viele, viele Jahre wie für andere Shows das Warm-up machen. Und jetzt kommt sozusagen der vierte Blickwinkel dazu, nämlich die Moderation. Ja, es ist also für mich jetzt nichts ganz Fremdes, aber trotzdem aufregend, weil es eine ganz, ganz neue und vor allem sehr große Aufgabe ist. Ja. Warm-up, genau, war ein gutes Stichwort. So haben wir uns ja damals kennengelernt beim Musikantenstadl, beim legendären, genau, mit dem Andy Borg Ja, da damals. durfte ich viele Jahre mit Andy Borg jede Sendung sozusagen das Publikum aufwärmen. Ich war bei allen Starnächten mit dabei, viele andere kleine Sendungen. Also ich war sozusagen ein bisschen ja, der Warm-Upper der Nation, dass es jetzt dann sozusagen auch der Schritt wirklich ist, dann auf die große Moderationsbühne. Das erfüllt mich mit großer Freude und Stolz und bin schon gespannt, wie es wird. Genau, da kann man eigentlich nur sagen, auf die nächsten 25 Jahre so ungefähr, ne? Ja, das hofft man natürlich, aber ich sage, jedes Jahr, das dazukommt, bin ich schon dankbar, weil, wie du eingangs erwähnt hast, es gibt ja nur eine sehr, sehr wenige Plattformen eben für diese Art von Musik. Und es freut mich sehr, dass die Verantwortlichen sich dafür entschieden haben, eben dieses Konzept weiterzuführen. Und das ist ja schon einmal auch ein gutes Zeichen. Und ja, arbeiten wir dran. Es liegt jetzt an uns, dass wir im besten Fall, so wie du sagst, noch die nächsten 25 Jahre das tun dürfen. Ja. Genau, ich werde natürlich versuchen, mit meiner Plattform auch euch weiterhin zu unterstützen, mit Danke. netten Interviews, wie auch immer. Da denke ich mal, kriegt man schon auch was hin. Vielleicht gelingt es mir ja, vielleicht komme ich auch live vorbei. Mal schauen. Sehr gerne, jederzeit willkommen. Okay, also da müssen wir jetzt noch gucken, was der Veranstalter sagt. Oder kannst du da was drehen? Also im Prinzip ist es so, wenn du dich als, wie es auf dem klassischen Weg natürlich geht, als Presse akkreditierst, dann soll es ja keine große Hürde sein. Dann würde ich mich freuen, wenn du sozusagen beim Musi Open Air wieder mit dabei bist und dann live vielleicht auch von dort berichtest. Richtig, ganz genau. So, jetzt habe ich noch ein kleines Attentat auf dich vor, wenn du jetzt gerade schon das Akkordeon erwähnt hast. Ja. Manchmal kann man da ein paar Töne nur hören. Ich müsste ja mal geschwind holen, aber Genau, wir warten wenn du so dir das lange, wirklich genau. antun willst, ich hole es einmal, Moment. Okay, wenn die Musik spielt, also
Das wollen wir doch mal hier live hier demonstrieren, wenn die Musi spielt. Genau. Also man muss das Akkordeon ja nicht stimmen, das tut eigentlich von alleine, so wie eine Gitarre, wo man gleich nochmal die Saiten nachstimmen muss. Ja. So eine schöne gleich noch, also das ist ja wirklich eine Oberkrainer. Ja, das ist eine, also die ist genau 30 Jahre alt heuer. Die habe ich mir damals als junger Musikant noch mit sozusagen meinem ersten Kredit bei der Bank gekauft. Und ja, das ist eine alte Dame, die kann viel erzählen, die hat mich lange begleitet, aber schauen wir mal. Ich muss jetzt natürlich dazu gestehen, bloß ich habe es leider ein bisschen vernachlässigt die letzten Jahre. Also gelernt habe ich auch mal Akkordeon. Schau, ja, dann können wir ja vielleicht irgendwann nochmal gemeinsam spielen, was weiß man. Ich müsste wieder ein bisschen da mehr üben dann noch, dann wäre es vielleicht Ja. wieder. Okay, Ja. dann gebe ich mal Eine ein Stück kurze frei für dich. Kostprobe. Ja, eine kurze Kostprobe. Wenn wir gerade bei den Oberkrainern sind, vielleicht. Okay, also das können wir schon Ja, machen. ja. Genau, sehr Also schön, das kürze super, ich ja. super toll. Klingt gut, du hast es Ja. noch drauf und so sieht man auch mal den Marco im volkstümlichen Stil. Genau. Eine ganz, ganz Genau. wichtige Musikrichtung, die mir sehr am Herzen liegt. Ja. Wunderbar. Ja, also, dann würde ich sagen, lassen wir es schon langsam den vierten, nee, dritten Advent haben wir jetzt dann, wo wir drauf Ja. hinausschauen und lassen wir es langsam Weihnachten werden. Wie verbringst du die Tage? Schön ruhig zu Hause oder? Du, es ist jetzt noch ein bisschen stressig. Es ist natürlich viel Vorbereitungsarbeit, natürlich auch für die Muse, die dazukommt, zum normalen Weihnachtsstress, sage ich jetzt einmal. Aber es ist ein positiver Stress. Also man macht es ja gerne, weil die Vorfreude groß ist. Und ich darf mich ja heuer sozusagen zweimal vorfreuen. Auf Weihnachten zum einen mit unserem Sohnemann, der jetzt 6 Jahre alt wird. Und dann noch einmal für mich sozusagen ein zweites Weihnachtsfest dann mit der Muse. Ja, ist ein bisschen, ja, ein bisschen eine zeitintensive Arbeit gerade, aber alles gut. Und dann zu Weihnachten, dann werden wir ein paar Tage mit der Familie einfach, ja, die besinnliche Zeit auch für uns Einzug halten lassen und genießen. Und dann geht es aber eh schon wieder weiter mit den Vorbereitungen. Ganz genau. Okay, dann sage ich recht herzlichen Dank, dass du kurz noch Zeit gefunden hast Immer und gerne. wünsche natürlich, wie gesagt, alles Liebe, alles Gute, schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr. Rutscht dann gut rüber. Und entweder wir sehen uns live vor Ort oder machen sonst noch ein paar nette Interviews mit euren Gästen und dann sollte es eigentlich für die Sendung passen. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, allen, die uns jetzt zuschauen und dir natürlich auch. Alles Gute, schöne Weihnachten, guten Rutsch, gutes neues Jahr und ich hoffe, dass wir uns spätestens dann bei der Muse sehen. Entweder vor Ort kommt's vorbei, muss man erlebt haben, oder ihr schaut uns zu im MDR oder im ORF. Ihr wisst ja, wir brauchen auch die Quote. Auch das ist wichtig, damit eben genau so eine Sendung noch lange bestehen kann. Alles klar, herzlichen Dank. Danke, tschüss.